Witzig, witzig, lachen, lachen, Memes. Memes sind witzig und ich muss davon lachen, meine Freunde. Fortnite ist ein geiles Game und ich habe daran eine Menge Spaß. Dementsprechend, meine Freunde, habe ich mir heute Folgendes vorgenommen. Ihr wisst ganz genau, wie sehr ich Memes liebe, meine Freunde. Und ihr wisst ganz genau, wie sehr ich Fortnite momentan liebe. Und ich dachte mir, da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, das Ganze zusammen in ein Video zu pressen für maximalen Klickerlös. Das war meine Idee. Gut gemacht hast du das, Propa. Sehr gut. Komm weiter mit so tollen Videoideen. Sehr gut, Propa. Sehr gut, sehr schön. Ja, ja, genau. Und wie ihr es euch vielleicht denken könnt, meine Freunde, ist Thomas wieder in die Weiten des Internets, in die Prärie geritten und hat sich tapfer, wie er ist, durch den Dschungel von seltsamen Meta-Memes, von unlustigen Witzen und geisteskrank ekligen Bildern gekämpft, nur um euch jetzt dieses Video zu ermöglichen. Deshalb könnt ihr gerne mal bei Thomas am Kanal vorbeischauen. Da berichtet er nämlich über seine alltäglichen Erfahrungen mit mir als Chef. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns jetzt diese Memes einfach mal an und gucken einfach mal, was Thomas da so nettes rausgefunden hat. Beginnen wir mit dem ersten Bild. When you land in a building at Tilted Towers, everyone has a weapon but you. Genau das fühle ich, Alter. Ich muss es leider nochmal für euch übersetzen. Wenn du in einem Gebäude in Tilted Towers landest und jeder eine Waffe hat, außer dir. Und genau das fängt dann nämlich an. Man läuft einfach weg, weil man nichts tun kann. Das Ding ist nämlich bei Fortnite, die verdammte Spitzhacke macht nur 10 Damage. Ich fände es cool, wenn sie es irgendwann einführen, dass man Crit hitten kann. Das heißt, man springt hoch, trifft ihn in ihrem Kopf und der ist One Punch, wie bei PUBG. Wäre ganz cool, aber ohne Waffe ist man auf jeden Fall direkt aufgeschmissen. Man muss auf jeden Fall, genauso wie Patrick es hier tut, weglaufen. Finde ich auf jeden Fall echt ganz gut. Relatable, definitiv. When you're playing squads and your team sees the loot from guys you just killed. Und ich glaube, direkt Thomas kann hier direkt mal reinschneiden, wie das ist, wenn ich Loot sehe. When you try your best, but you don't succeed. Willst du die haben? Ja, bitte. Ehrenmann. Ja, ihr habt es gerade gesehen, ungefähr 500 Mal meins, 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 meins. Genau wie die Möwen damals von Findet Nemo. Ohne Witz, Leute, wenn man Fortnite spielt und Loot sieht, das ganze Team geiert da drauf. Das ist egal, ob hinten in der Zone noch dein Mate verreckt, den man noch retten könnte. Total egal. Alle rennen zu Loot und geiern sich die goldenen und lilanen Waffen. Es ist immer so. Es ist immer so und es gibt wenig Leute, mit Ausnahme natürlich von mir, der natürlich der beste Teamplayer der Welt ist, die dieses Prinzip missachten. You versus the guy she tells you not to worry about. Ich liebe dieses Meme, dieses the guy she tells you not to worry about. Diese räudige graue Pistole bist du und das rechts neben dir ist der Typ, über den du dir keine Sorgen machen sollst, so wie es deine Freundin dir sagt. Ja, die goldene Scar auf jeden Fall in dem Fall. Da bist du als graue Pistole meistens unterlegen, es sei denn, du schaffst natürlich so wie ich regelmäßig die geilsten Headshots zu drücken. Woo! When you're drinking your shield potion, enemies come nearby. Oh mein Gott! Wie sehr passt das bitte, dieses so... Wenn man halt gerade seinen Chuck-Chuck oder seinen großen Schildtrank trinkt und man hört schon die Steps und denkt sich so, okay, fuck, 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 ich kann jetzt nicht abbrechen, ich habe schon mehr als die Hälfte getrunken, ich habe schon mehr als die Hälfte getrunken. Jedes gottverdammte Mal fühle ich diesen Gesichtsausdruck, Alter. See you in Tilted Towers. Was? Dieser Photoshop, See you in Tilted Towers, bitch. Ja, man sieht ja auf jeden Fall das Flugzeug, wo ein Typ rausspringt und im Hintergrund sieht man Tilted Towers. Ich kenne das sogar mit PUBG, mit See you in Pushinki, bitch. Aber das mit Fortnite gefällt mir sogar noch besser, weil es viel, viel sauberer eingefügt ist. Ja, warum nicht? Ich meine, man kennt das. Wenn man gerade noch im Bus sitzt, rausguckt und schon die ersten Leute den hier zeigen, weil sie in Tilted Towers schon gelandet sind. Ja, moin. When you land with an enemy on Fortnite. Immer. Die beiden, man guckt einander an. Das ist dieser Moment. Man steht sich quasi gegenüber, ungefähr so. Komm mal her, ganz kurz, Profa. Du bist mal mein Feind, obwohl du eigentlich mein Freund... Jetzt lass doch mal die Kappe los. Man steht quasi sich so gegenüber, denkt ganz kurz, okay, einer von den beiden macht immer den ersten Schlag und dann geht's los. Dann haut man sich mit der Spitzhacke so lange kaputt, bis entweder einer down geht oder wahlweise meine Waffe findet oder eventuell sogar der Mate kommt und dich rettet. Jedenfalls geht es meistens nicht gut aus, weil keiner kommt auf die Idee, einfach wegzulaufen. Keiner sagt, okay, ich habe jetzt hier den Kürzeren gezogen. Nein, beide versuchen ihr Glück, wollen unbedingt den Kill geiern und schlagen einfach nur drauf. Hide in a house, hide in a bush, be a bush, be a bush in a bush. Oh mein Gott, da habe ich ja noch gar nicht nachgedacht drüber. Das ist eins meiner Lieblingsmemes, dieses mit dem Evolving Gehirn. Also quasi mit diesem Typen, der zuerst dieses ganz kleine Gehirn hat. Leute, es ist ziemlich dumm, sich in einem Haus zu verstecken. Ihr seht, kleines Gehirn. Sich in einem Busch zu verstecken, ist doch schon ein bisschen intelligenter. Ein Busch sein ist schon ziemlich, ziemlich krass. Aber ein Busch in einem Busch zu sein, meine Freunde, das sprengt einfach sämtliche Vorstellungskräfte. Das ist geil, das muss ich eigentlich mal probieren. Könnt ihr mal eine Challenge draus machen? Lass deinen Daumen nach oben da, bitte. When it's a 4v1 at the end on a squads game. Ja, moin, Alter. So relatable, der Typ versteckt sich vor der Polizei hinter dem Kamin und steht einfach oben auf dem Dach. Geile Zeit, ist komplett nachvollziehbar für mich. Vor allem, wenn halt da unten einfach mal 6 Leute stehen, die Quad-Team machen. Also warum halt nicht, ne? Kann man auf jeden Fall bringen. Oh mein
mein Gott, das bin ich in jedem Game. Diese Hütte sieht einfach 1:1 aus wie von Fortnite, WTF. Okay, also der Witz daran ist, meine Freunde, ich denke, man kennt das Game ausreichend genug, um das zu verstehen. Man rennt quasi zu diesem Haus und ist übermotiviert, denkt sich so, ja Mann, ich hol mir diese Waffe und freut sich schon, geil, was lilan ist. Dann macht man auf und es ist eine lilane taktische Pistole. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mich über das Ding extrem freue, meine Freunde. Denn wenn die Schrotflintenmunition leer ist, ist das Ding, wo man Headshot after Headshot drücken kann. Ich finde es so dermaßen stark, das Teil. Das ist eine so geile Waffe auf Close Range, kann ich jedem nur ans Herzen legen. Aber trotzdem fühle ich den Gesichtsausdruck von dem Kerl. When you kill a guy in Fortnite, he has a pistol. When you kill a guy in Fortnite, all he has is a pistol. This has been the worst trade deal in history of trade deals maybe ever. Donny stimmt mir auf jeden Fall zu. Absolut kein geiler Deal, wenn man einen Gegner getötet hat und man kriegt nur eine Pistol. Verdammte Kacke, regt mich das auf. Jedes Mal. Does anyone have ammo? I have. But first, give me your scar. Auch wieder so relatable. Man fragt ins Team rein, hey, hat jemand noch Munition? Und dann sagt einer der Mates, natürlich. Aber gib mir dafür deine Waffe. Und dann ist es halt meistens die goldene Scar, die man abgeben muss, damit man überhaupt Munition bekommt. Auf jeden Fall richtige Anti-Mates, aber so kenne ich das. Ich bin auch so einer. When mom asks where all the money went. Genau das ist es einfach. Genau das ist es einfach. Wenn ich deine Mutter fragt, wo ist dein ganzes Geld geblieben, dann zeigst du nur deine Skins. Ja, 2000 hier, $20 da, $20 da. Ich weiß ja nicht, kostet halt alles viel Geld, ne? Ich bin so froh, Leute, dass ich mein eigenes Geld verdiene und selber darüber entscheiden kann, ob ich das jetzt ausgebe. Wenn das alles mein Taschengeld gewesen wäre, was ich ausgegeben hätte bei Fortnite, dann hätte ich nie wieder Geld gehabt für Klamotten, Schuhe oder sonst was früher. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich, gebe echt zu viel Geld in Fortnite aus, ja. Going into already looted house. Komm quasi rein, öffne die Tür, schaut sich um. Ja, nice. Gelootet. Keine Waffen zu finden, überhaupt nichts. Am besten rennt man dann auf die Treppe hoch und läuft in eine Falle. Genau meine Spielweise. Feier ich auf jeden Fall. Oh Mann. Ist das stumpf, Alter. Your Pump, Lil Pump. Oh ja, ich fühle auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall auf der rechten Seite Lil Pump, ganz klar. Mit der Gucci-Kette und den wunderschönen Haaren und dem Lean Cup. So kennt man auf jeden Fall die Pumps bei Fortnite. Ich fände es wirklich ganz witzig, wenn ja die Purple Pump, die es ja gibt, diese taktische Shotgun, die seht ihr hier nochmal eingeblendet, quasi bei jedem Schuss anstatt pff, macht einfach so, es geht jetzt, einfach machen würde. Es wäre so lit, Mann. When you go to switch an item in your inventory and actually fire your gun. Jedes gottverdammte Mal. Sogar die Polizei stürzt sich da dran, meine Freunde. Ihr hört es schon im Hintergrund. Es passiert jedes Mal. Man will seine Waffen sortieren, denkt sich so, okay, ich habe jetzt gerade 5 Kills hier enttiltet. Ich bin solo. Meine Mates sind schon down. Naja, dann sortiere ich mir meine Waffe. Und dann gibt diese gottverdammte Schrotflinte den lautesten Schuss der Welt ab, dass man einfach selber einen Trommelfeldschaden bekommt oder am besten sogar noch den Desert Eagle. Ganz Tilted Tower. Rennt zu dir hin. Auf einmal sind 700 Squads bei dir und das Einzige, was du tun wolltest, ist eigentlich nur dein Inventar zu sortieren. Genau das beschreibt dieses Bild perfekt. Man freut sich auf den Loot-Drop. Was ist drin? Ja, moin. Eine automatische Scoped AR bringt gar keinen weiter. Wobei ich die Waffe immer noch extrem tight finde, kann man auf jeden Fall immer noch geil einsetzen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem verstehe ich es, weil ich hätte lieber eine goldene Sniper oder wahlweise eine Scar gehabt. When you're looting a house in Fortnite and you hear the door open. Man steht an dieser Kiste, kratzt zu diesem Gammel-Loot zusammen und man hört einfach schon hinter sich die Tür aufmachen, dreht sich um und dann ist dieser Typ, der nur so macht, dead und dir in den Kopf schießt und du bist down. Es passiert einfach viel zu oft und Tadeos Gesicht ist genau die Impression, die ich dann machen würde, nämlich so. Ich liebe dieses Meme. Guys literally only want one thing and it's fucking disgusting. Das ist ein Meme, was sich von Twitter entwickelt hat, denn diese Ashcam wurde so oft schon gememt. Es gibt halt immer ein anderes Bild darunter. Sie sagt quasi, oh mein Gott, Jungs wollen wirklich nur das eine und es ist echt abstoßend und ekelig. Und da gab es dann, keine Ahnung, Bilder von PewDiePie drunter, sogar, glaube ich, schon Bilder von mir. Aber das trifft es am besten. 5 Kisten in einem gottverdammten Haus, das wollen Jungs und mehr wollen Jungs nicht. 5 Kisten in einem Haus, dann sind sie zufrieden. When your boy is crying because his girl dumped him and realized he has more time to spend with you on Fortnite. Wenn dein Kollege einfach mit seiner Freundin Schluss gemacht hat oder deine Freundin mit deinem Kollegen. Er ist am Heulen, nimmst ihn in den Arm und guckst schon so. Oh ja, jetzt werden wir den ganzen Tag Fortnite spielen und du kannst nichts daran ändern. Ich bin tatsächlich immer froh, wenn meine Homeboys Zeit haben zu Fortnite spielen. Ich bin wirklich, wirklich froh. Ich glaube sogar, wenn einer von denen sagen würde, du, mein Auto ist mir kaputt gegangen, ich kann nicht zur Arbeit fahren und werde vielleicht entlassen, sag ich. Aber du hast jetzt immer mehr Zeit, mit mir Fortnite zu spielen. When you and your friends are playing Fortnite, they have no clue how to... Ja, genau das. Wenn du und deine Freundin gemeinsam Fortnite spielen und die überhaupt keine Ahnung haben, wie man überhaupt bauen soll. Genauso sieht das dann ungefähr aus. Man baut einfach diese dämlichen Skybases, überall Treppen hin. Man spammt einfach random hin und her irgendwie. Hauptsache, man hat irgendwas gebaut, dann ist man stolz, wenn man in einer Turm gebaut hat und von 400 Metern abgeschnippt wird. Ja, Gefühl, glaube ich, was jeder am Anfang kennt bei Fortnite. Have no clue what the fuck Fortnite is, but you can build massive walls, so I love it. Donny,
Donny? Oh, Donny, dein Kopf ist verknotet. Warte, machen wir mal richtig hier. Donny, du hast noch nie Fortnite gespielt, sagst du. Aber du magst es, weil man Mauern bauen kann. Yes. Wir sollen zusammen Fortnite aufnehmen. Leute, ich werde mit Donny gemeinsam Fortnite aufnehmen. Geil. Das kann auf jeden Fall echter Tweet von ihm. Kann man auf jeden Fall feiern. Donald mag natürlich Fortnite, weil man da Mauer bauen kann, ganz klar. Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Meme-Reise. Hat's euch gefallen? Habe ich euch in den Strudel hineinziehen können? Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr genauso krank im Kopf seid wie ich und ständig nur auf Memes und Fortnite hängen geblieben seid und euer komplettes Leben und eure Sozialkompetenz darunter leiden, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder geht direkt in mein Subreddit, meine Freunde. Da kann ich nämlich geholfen werden. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall sämtliche Videos von mir, guckt mal meinen regelmäßigen Streams rein, meine Freunde. Und das war's. Macht's gut, haut da rein. Mua.